So, hi Freunde, willkommen zurück zu Metro 2033. Hier an der Oberfläche, in der Oberwelt oder in Moskau, wenn man das sagen kann, ob man das so sagen kann. So, wir müssen jedenfalls erstmal hier die... Ja, gut, das war's schon mal nicht. Ich hab gerade total verpennt. Keine Ahnung warum. Jedenfalls habe ich vergessen, hier die Gasmaske aufzuziehen. Ich dachte schon, warum atmet er so? Hat er Asthma? So, jedenfalls müssen wir... Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Wir müssen hier die Raketen zu so einer Raketenbasis. Zu einer vergessenen Raketenbasis, soweit ich das mitbekommen habe. So, den nehmen wir mit. Und müssen diese Raketen erwecken, wie Artyom das so schön gesagt hat. Nur wo genau diese D6-Basis, glaube ich heißt sie, ist, weiß ich nicht genau. Okay, scheinbar hier drin. Irgendwo. Hallo. Was zur Hölle war das denn? Wie können wir hier durch? Geht das? Ah, aha. Aha. Das heißt, wir können hier... Wir müssen hier nur aufpassen. Weil das Wasser hier verstrahlt ist, so wie es aussieht. Gut, jedenfalls kommen wir hier ohne weiteres nichts einfach so durch. Oh nein. Was ist denn da vorne los? Sind da Leute? Also Feuer ist da schon mal. Okay, okay. Oh, oh, oh. Oh Gott. Du bist hier. Das ist gut. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Du weißt doch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Sorry für die Kugel in deinem Hals. Holy shit. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit dem jetzt. Oh. So, lass mir erstmal hier... Genau, Medipack mitnehmen. Gehen wir, Leute. Wird gemacht. Uiuiuiui. So, Bibliothek. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Na super. Das ist vielversprechend. Gut, das heißt, wir... Wir gehen mit Artyom rein. Was ist mit dem los? Er ist zugefroren anscheinend. Bei dem Zustand hier wundert mich das irgendwie nicht. Gut. Scheint ruhig zu sein. Sag das mal nicht zu laut. Leute, das ist ein Schwarm Vögel! Was? Was ist da? Was zur Hölle? Was ist passiert? Was ist passiert, Freunde? Was zur Hölle habe ich gerade falsch gemacht? Kann mir das mal jemand schreiben? Soll ich da vorne nicht stehen oder was? Gut, das heißt, dass unserem Freund davon irgendwas zustößt. Warten wir einfach mal hier. Schauen uns den Typ hier nochmal in der Zeit an. Sehr schön. Scheint ruhig zu sein. So, einen neuen Filter reinbauen. Leute, das ist ein Schwarm Vögel! Kommt schnell hin! Was genau passiert da? Ja. Ja, okay.
Weiter hier auf jeden Fall. Nee, so nicht, sondern... Hallo? Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wir müssen also hier irgendwie... durchkommen. Das ist jetzt der erste... Das erste, was mir einfällt. Was zur Hölle? Hat es funktioniert? Nee, das hat nicht funktioniert, verdammt. Halte durch noch. Haltet noch durch. So, hier geht's anscheinend... Keine Ahnung, was das ist hier. Irgendwelche Viecher sind das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib her, gib her, gib her. Gib mir deine Muni, gib mir deine Muni. Danke, danke, danke. Weiter, weiter, weiter. Was sind das für Viecher? Das sind doch Schlangen oder sowas. Lebt das komplette Haus hier? Oh, ich möchte eigentlich gar nicht wissen. Warum frage ich so blöd? Was zur Hölle? Ja, aber welche Art von Monster? Was zur Hölle war das? Irgendwas ist hier doch noch, oder? Aber hier kommen wir irgendwie scheinbar nicht durch. Wo müssen wir genau hin? Wir müssen doch hier durch. Ach komm schon. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ist ernst gemeint. Aber wir müssen hier doch irgendwie durch, oder nicht? Okay, damit geht es anscheinend nicht. Warum kommen wir hier nicht durch, Freunde? Ah, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Soll das so sein, dass man da nicht durchkommt? Sollen wir hier vielleicht irgendwas erschießen vorher? Irgendwas knurrt hier aber auch die ganze Zeit. Okay. Hab verstanden. Ich hab das erst gar nicht gesehen, dass es hier... Okay. Dass es hier geleuchtet hat. Jetzt hoffe ich nur, dass wir die Tür irgendwie aufmachen. Denn sonst haben wir ein Problem. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Nur ein Scherz. Ich dachte gerade schon. Ich hätte dir so den Arsch versohlt. Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Uiui. Also manchmal weißt du echt nicht, was du machen sollst. Bis ich dann hier diese Stütze gesehen habe. Aber es ist eine coole Idee jedenfalls. Eine echt mega coole Idee. So, gib mir mal deine Munition hier, mein Freund. Danke. Holy shit. Na, kommt wird das nichts, oder was? Ui, ui. Was soll das? Was ist das? Warum sollte hier jemand... Das war ich nicht. Das war die Tür. Freunde, das war die Tür. Ja, das ist der Boden. Du machst das gut. Also gut. Neuronen und Synapsen. Supraspinale. Motoriksysteme. Wow. A und B, Sturgatsky. Picknick am Wegesrand. Klingt vertraut. Gut, aber scheinbar kommen wir hier nirgendwo wirklich so richtig durch, oder? Na doch, scheinbar
Scheinbar kommen wir hier durch. So, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ui. Das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Waffe nach meinem Geschmack. So, können wir hier irgendwie... Nee, das geht leider nicht. Hier die Tür. Wir müssen also scheinbar hier hin. Wie wir die Tür aufbekommen, ist dann unsere Aufgabe. Hier dürfen wir auf jeden Fall nicht rauchen. Sehr schön. Ich glaube, hier haben wir was. Ich glaube, das ist gut. Ist sie jetzt offen? Sieht nicht so aus, als wäre die jetzt offen. Trotzdem können wir hier mal weiterhin versuchen, noch mehr Zeug zu finden. Was ist das die ganze Zeit? Sind wir das? Ja, was soll das? Ja, so macht man in Russland die Tür auf. Okay, was brummt hier? Das gefällt mir irgendwie nicht. Ey, so eine geile Waffe. Ehrlich. Richtig cool. Hört das jemals auf? Never hört das auf. Oh oh, das ist Riesenbibliotheksraum. Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Ich meine, hässlich ist es jetzt auch nicht. Was, Bibliothekar? Hör zu, Artyom. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Okay, das... Das hilft mir jetzt sehr. Das hilft mir jetzt sehr. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Viech wir uns jetzt gerade anlegen. Nein. Nein. Hey, Kumpel. Er lebt noch. Artyom. Ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Na, hoffentlich... Treffen wir dich dann nochmal. Hoffentlich hilfst du uns dann. Weil das wird echt richtig krass. So, Freunde, ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part. Danke jedenfalls fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.